War wohl nicht so schlau. Hallihallö und herzlich willkommen zurück zum Trollreport Live-Bericht. Reste Festessen. Ihr werdet euch jetzt vielleicht ein bisschen wundern, Nanü, hier waren wir doch schon mal gewesen und du warst auch schon mal bedeutend kaputt rum. Ich habe mich informiert und auch wenn man es dem Spiel natürlich jetzt schon irgendwie anrechnen muss, dass die Option besteht, hier Senderkorn einmal wegzuputzen und den nicht einfach sagen, okay, er kriegt jetzt hier Plot-Invulnerability-Schild und wir können auf ihn raufholzen, wie wir lustig sind, da passiert nichts. Das ist also ja auf jeden Fall gut, da habe ich dem Spiel auch bitter Unrecht getan. Es empfiehlt sich tatsächlich, den guten Sander nicht zu hintergehen, denn streng genommen, hat er sich natürlich an seinen Deal gehalten, und wenn er trotzdem doch ein Schwein ist. Aber der taucht ansonsten später nämlich nochmal auf. Und bekanntermaßen ist ja in der Dark Souls und Demon's Souls Serie und weiß ich, Bloodborne und schieß mir ins Bein, also den ganzen From Software spielen, ist ja auch so, dass ich höchst ungern NPCs wegputze, solange ich nicht muss. Die kleine Lebensgarantie für unseren Kumpel Patches. Weil, naja, wenn wir nachher nochmal ein paar Bits mit ihm haben könnten, das verbauen wir uns natürlich, wenn wir ihn umnieten. Zum Glück habe ich ja vorher gespeichert. Und jetzt sind wir ja hier am Start quasi. Ich schau mal ganz schnell, weil ich nicht mehr hundertprozentig weiß. Genau, oben bei ihm waren wir jetzt noch nicht gewesen. Dann jumpen wir dann nochmal schnell hin in eine Fleet Hall. Nehmen da auseinander, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und davon abgesehen gibt es aber so oder so noch irgendwie eine Geschichte, die ich gerne hier noch würde machen wollen. Wir haben gesehen, wir haben also das Director's Commentary haben wir schon abgegriffen. Was eigentlich mal interessant ist. Achso, das scheint, unabhängig vom Speicherstand scheint er sich das zu merken. Wir müssen es vermutlich nur einmal freischalten. Was ich ganz nett finde. Ich schalte es trotzdem nochmal frei, weil hier lag's ja. So. Rapture Rise. Das ist das Liedchen vom Anfang. Und aus dem einen Audio Diary wissen wir jetzt auch, dass das offensichtlich die Hymne von Rapture ist, die Sander Cohen dem guten Ryan geschrieben hat. Ich glaube, Hector Rodriguez war das gewesen, ne? Ich meine, der erzählt mir nur, was er hören will. Rise, Rapture Rise, lol. Noch mal schnell hier Electric Flash. Jawohl, immer noch nicht ganz so interessant. Requiem für Andrew Ryan nehmen wir auch mit. Rise! Ich bevorzuge die Andrew Sisters. Thank you very much. Okay, so, dann haben wir das. Und die andere Sache, die ich gerne noch machen wollen würde, bevor es uns nach Hephaestus verschlagen wird, hier sind wir falsch, da wollen wir nicht hin, ist, wir hatten ja im Tabakwarenladen in Robertsons Tobacqueria, müsste es sein. hatten wir ja noch ein Schlösslein, was zu war. Und auch da habe ich nochmal schnell nachgeschaut. Hey, Mary, why so down in the mouth? I don't know, Jim. I guess I just don't know how I feel about those little sisters. Das ist wieder das Little Sister-Bild. Ja, man muss ja mal aufmerksam zuhören, was uns die Public Service Announcements so anzumelden haben. Genau, wir haben also diese verschlossene Tür und eigentlich will ich da gerne nochmal rein, habe jetzt nochmal geschaut und es ist tatsächlich so, dass wir den Code dafür können wir hier finden und zwar, ich hoffe, ich bin jetzt hier auf dem richtigen Wege. Es gab ja noch einen anderen Tabakwarenladen, Sophia Salon, nope, der war es nicht. Mächtiges Wrench-Fu. Und zwar Gardener Deluxe Mode, nope, der war es nicht. Le Marquis de Poc. Jawohl, der war's. Hey, du bist mir gefolgt, das ist ja aber lieb. Bye. Sploicer. Crazy Bunch. Genau, hier ist. Hier hat sich wer gerippt. 7774. Das war doch der Typ, der. Bitte stimmt nicht, bitte stimmt nicht, bitte stimmt nicht, bitte stimmt nicht. Fort Frolicke, der irgendwie hier mit der komischen Mega-Spezial fancy Zigaretten, ne? Some high Betty tried to sell me on those fancy Oxford Club ciggies. No thanks. I told her I'm a nickel time man. Always will be. Why? Well, they smoke good and don't cost half a damn. Who cares if the things are made out of seashells and fish eggs? Schade. Ich hatte gehofft, dass eventuell in diesem Audio-Diary, wo mir nicht so hundertprozentig klar war, was das denn soll, was auch so einen allgemeinen Einblick geben in, okay, wie werden hier in Rapture denn Luxusgüter hergestellt?
Anywho, ich hatte gehofft, dass da eventuell ein Hinweis darauf ist. Hey, der Mann, dem dieses Audio-Diary wahrscheinlich gehört hat, also der da gerade lag, dass der Zettel daneben ihm liegt, das wird jetzt der Hinweis sein, dass er vielleicht gerne eher in dem anderen Tabakwarenladen einkauft. Dem war jetzt nicht so. Also musste man einfach durch Zufall sehen, oh, 774 und irgendwo in dem Level muss man doch vielleicht irgendwie einen Code anwenden können. Ist wieder ein bisschen gamey, aber naja. Und da sind wir bei Robertsons. Da gab es immer Dussel in der Gegend rum. Kriegt ihr einmal die. Ach naja, wobei geht gerade noch so. 77 Alulu. 77 Alulu. 1, 2, 3. Tanzen! Ich liebe. Sehr schön. Guck mal, was haben wir hier, Electric? Bahax, hi! Was denn jetzt? Was ist dein verdammtes Problem? Typ? Dudikov? Dankeschön, sehr nett. Ich dachte, ich müsste dich jetzt hier noch eine Runde putzen. Memo an mich, definitiv. Definitiv noch ein bisschen neuen Film kaufen. Das ist ja noch nicht so gut hier. Dann hacken wir den Quatsch mal. Jede neue Session. Solange ich noch Bock hab. Frrr. Okay, und was gibt's hier noch Cooles? Wer oder was bist du? Der Mann mit dem Geld. Antipersonal, okay. Ein bisschen Cash. Cash of Cash. Und sonst so? Anything? Ja nun. Das war jetzt weniger ergiebig, als ich gedacht hätte. Erste Mal. Aber gut, ist halt so. Okay, dann. Wäre jetzt tatsächlich ein bisschen geflasht. Also dafür, wie obskur die ganze Nummer hier ist oder der Reward gerade. Also, das ist ja nur nicht so, dass uns gerade an irgendwas mangelt. Außer an Gummischläuchen. Davon hätte es durchaus ein paar da drin geben können, wenn es nach mir ginge. Aber gut. Dann werde ich gierig sein. Sender chillt, das ist gut. Solange er gechillt ist, dippt er niemanden in Wachs. Oder macht sonst irgendeinen Blödsinn. Engagiert Attentäter für seine Lehrlinge oder sowas. Was auch immer dieser Mann halt so als Hobbys hat. So, dann checken wir doch mal ganz schnell, ob wir jetzt tatsächlich wirklich alles haben. Was ist da unten? Und was ist, nee, wir haben noch nicht alles. Be right back. Hey Sender, lass dich nicht stören. Wir müssen hier nur unsere Zwangsobsession nachgehen, alle Dude. Oh. Okay, welches miese Schwein hat hier meinen kleinen Stand-Egon kaputt gemacht? Ich krieg euch alle, ihr Hunde! Machine Gun Rounds. More Machine Gun Rounds. Nee, will ich gar nicht. What's that? Das bin ich. I can make things nice for you. Ich bin mir nicht 100% im Klaren darüber. Jetzt lasse ich es aber wirklich mal drauf ankommen hier. Klappe zu jetzt. Papa muss arbeiten hier. So, bin ich jetzt oben oder nicht? Oder wie? Sehr schön. Wie viel Geld haben wir? Ja, genug. Cash. Bude aufmachen hier. Ach so. Ach ja, logisch. Das war dann offensichtlich in der Nachhol-Session. Seht ihr, Kinder, das passiert, wenn man beim Aufnehmen fuscht. Kommt man konstant nur durcheinander. Hier nochmal ganz kurz gucken.
Alles auf der Karte muss erforscht sein. Ja, tragt das sonst nicht. Die Tür zu. Zu ist die Tür. Warum ist die Tür zu? Ha, guckt euch das mal an. Da drüben ist ja noch ein Lümmel. Der ist jetzt nicht ganz zentral, aber... Was bist du? So, also neues Engineering Tonic. Alarmexperte. Ein Klassiker in der Hexmart-Produktlinie von Gene Tonics. Alarmexperte nutzt die elektrochemische Zusammensetzung deines Körpers, um Schaltkreisalarme in Sicherheitssystemen zu entschärfen. Probier es noch heute aus. Nö. Don't want to. Und Exploding Bugs. Was? Warum? Wer? Nu? Wie jetzt? It's a trap! Aha. Eine nette Falle. Nehme ich hier gerne raus, aber ich kann nicht. Ah. Die Frage kann ich dir auch stellen. Stirb halt, Mann. Oh, und der nächste, der brüllt. Ich werde wahnsinnig. Wieso? Aber warum denn? Wie denn nun? Hört das jetzt auch nochmal auf oder ist das jetzt hier Never Ending Story? Und weg. Geh weg. Ja, hat sich doch zumindest noch mehr gelohnt, als einfach nur blöd Karte aufzudecken. Na, jetzt müssen wir es hier aber haben, oder? Jawohl. So muss das aussehen. Ja, ich bin nicht hergekommen, um über dich zu lachen. Ich will hier nur mein Stuff machen. Nerv mich nicht. Mann. Spawning Sploices are the worst. Hallo. Ich habe auch eine Wrench. Meine war besser als deine. Das war aber nicht das, was ich wollte. Hi, Bouncer Big Daddy. Denn was mich eigentlich ein bisschen wuschig gemacht hat, ist das da drüben. Und wenn man sich mal die 2 Sekunden nimmt und darüber nachdenkt, dann erinnere ich mich plötzlich auch, dass es ja auch noch Pharaoh's Fortune gab. Und wir da nie so richtig reingeguckt haben. Beziehungsweise wiederum, genau gesagt, hatte ich da auf jeden Fall schon mal reingeguckt in den Lost Files. Aber die sind ja lost. Und weil ich das aber innerlich schon abgehakt hatte. Naja, haben wir ja zum Glück noch rechtzeitig gesehen. Schauen wir mal rein. Oh, noch eine Spielhalle. Vielleicht haben sie wenigstens Time Crisis 2, wenn schon nicht Nightmare of Bilstein. Ich droppe das so lange, bis jeder einzelne Mensch, der das hier gesehen hat, also alle 2, mal gegoogelt haben, was das ist. Es ist ein sehr gutes Spiel. Mein Favorit in den Arcades von Ungarn. Ah, Nutzen wir die Gelegenheit, um zu zocken. Lame. I'm gonna show you what it's like to look different. Ach ja, auch mal wieder. Job's done. You come to laugh at me too. Bump Culpepper, das hat uns noch gefehlt. I know you're here, and I'm itching for a fight. Ja, guck mal hier. Schön auf den Sack. Alter, feiner Mäuschen. Da hat aber wieder einen Eisenschädel. Nee, aber jetzt haben wir wieder nicht. Ich wollte eigentlich was anderes machen, aber. Bam. Die Maschine, die ich gerade beschädigt hatte, ist gehackt und mir gegenüber freundlich. Habe ich etwa Egon gestriffen? It's a shame. Ja. Da haben wir tote Menschen. Cash. Save. Autohack. Who cares? Well,
Sieht nicht nach Time Crisis 2 aus. Sadness. Aber wie gesagt, ein schönes Audio Diary. Merlo. Wie wär's mit Nein? Wodka schon eher, aber auch, ich muss noch arbeiten. Ja? Die ganzen Splicer hier erschießen sich auch nicht von selbst. Bump Culpepper. Culpepper anrempeln. I just got the word to put the bump on Anna Culpepper. This isn't some gangster or hard-nosed political operative. We're talking about a Dizzy Twist what wrote a song or two that got under Ryan's wig. Oh. Sullivan hat wieder Grund zu zweifeln. Berechtigterweise, denn er hat den Auftrag bekommen, mal ein bisschen unangenehm gegenüber der Anna Culpepper zu werden. Fragt sich halt, was das soll. Weil sie ist jetzt nun nicht gerade ein hartgesottener Gangster. Sie hat eine Sängerin, die irgendwie ein oder zwei Songs gemacht haben, die Ryan irgendwie so ein bisschen auf den Senkel gegangen sind. Das sieht er so erstmal nicht ein. Aber wir hatten ja schon gehört, ne, der Beef zwischen Anna Culpepper und Santa Cone. Der hat ja gewisse Kreise gezogen. Sehr schön. Ah. So soll es sein. Sehr schön. Na dann, auf zurück zur Metro. Alright. Atlas hat uns ja schon vor einer Weile freundlich, also vielleicht vor 10 oder 15 Minuten, so gebeten, freundlich gebeten, dass wir doch endlich nach Hephaistos gehen sollen. Schauen wir mal. Was ist für Lever? Hephaistos. Also eingedenk der Tatsache, dass wir Ryan dort finden sollen, dürfte das vermutlich entweder sowas wie die Schaltzentrale sein oder... Ja, Office of Andrew Ryan. Hm? Das sieht schon so aus. Jetzt wird's vermutlich konkret werden. Okay, die großen Räder. Was in drei Teufelsnamen ist das da draußen? Watch yourself. Ryan's stirring. We best keep to our knitting. It's time to either run the table or go home empty. Ryan's got the genetic key to Rapture. We get that from him and we get out of this hellhole. We don't, then you and I are ghosts. Okay. Now would you kindly head to Ryan's office and kill the son of a bitch? It's time to finish this. Okay. Also, Ryan kocht vermutlich gerade. I see Cohen's lost his touch. If you knew him when. When he used to believe in the work, in the struggle. And now, he rots in that Neverland, waiting for someone to come and tell him he still got it. I suppose that's why he let you live. Okay, Atlas sagte so, dass Ryan jetzt vermutlich am Kochen ist und wir sollten besser weiter stricken an seinem Untergang quasi. Let's keep on knitting. Entweder wir drehen jetzt das Schlachtgeschehen oder wir haben ein Problem. Ryan hat halt den genetischen Schlüssel zur Stadt. Bedeutet, wenn wir den bekommen, dann können wir beide zusammen diesem Höllenloch hier entkommen. Wenn nicht, dann sind wir so gut wie tot. Sind wir Geister. Und dann sagt er, ob ich jetzt bitte so freundlich sein könnte und da hochgehen und den Typen abmurksen. Weil es doch langsam an der Zeit ist. Ja, mal wieder, ne? Die Vision eines Mannes, die Rettung der Menschheit. Hat sich ja offenkundig nicht so richtig rausgestellt, dass das hier wirklich eine Rettung wäre, aber gut. Interessanterweise wirkte Ryan jetzt gar nicht so aufgebracht, sondern sagt er, sieht aus, als hätte Cohen so ein bisschen, als wäre er ein wenig neben sich. Wir hätten ihn mal erleben sollen, als er noch an die Arbeit dachte, an den Kampf. Jetzt hockt er da unten in diesem Neverland, diesem Niemandsland, wartet drauf, dass irgendjemand vorbeikommt, der ihm sagt, dass er es immer noch voll drauf hat. Vermutlich ist das auch der Grund, warum er uns hat leben lassen. Man weiß es nicht. Aber selbst dann werden wir wahrscheinlich nicht unbedingt die größten Xander-Fans werden. Steel-Tip-Boat. Brandbolzen. Besonders effektiv gegen Ziele, die empfindlich gegen Feuer sind. Komm, hauen wir mal ein paar Pistol-Rounds raus. Hehehehe. Hephaistos. Wo zur Hölle sind wir hier? Sieht aus wie Lava, Magma oder sowas. Schon krass. Okay. Crazy Boys an Gerd. Ist ja nicht so, als wäre das was Neues.
Ah, da, was geht bei euch? Sag mal, was ist denn jetzt bei dir? Hast du irgendwie... Sieht aus, als hättest du irgendwie den... Electric Flash oder sowas gespliced. Was krass? Ja! Zwei Gummischläuche. Woo! Hey, Festus. Unser neuer Lieblingsort. Ja. Zigaretten aus dem Mülleimer klauben. Ja. Es geht jetzt straight auf um 2 zu und dieser Psychopath dort oben ist immer noch am Kloppen. Naja. Ein Glück, dass mich das nicht wirklich stört. Ich hoffe nur, man hört es auf der Aufnahme nicht so doll. Das Menschenvolk, ich sage euch. Festus. Ist vielleicht irgendwie so ein Thermalkraftwerk hier, oder? Ich wüsste jetzt nicht, warum man sonst irgendwie sich nahe der Magmaquellen so weit hinbauen könnte. Und hier ist es überall, rödelt es auch. You can taste it, can't you? Andrew Ryan. Du kannst es schmecken. Andrew Ryan, ist das jetzt eine Referenz auf das, was er vorhin, also vor einigen Episoden in Arcadia gesagt hat? Dass wir uns den Geschmack der Luft merken sollen? Chemiewerfer haben wir wieder. Bist du irgendwas Sinnvolles oder? Hands up. Nope. Hands up. Jesus, kommen die Landhead-Splicer hier schon mit der MGs um die Ecke. Ah, die Boys stocken auf. Naja. Sollen sie. Ich nehme die Enzyme, bitteschön. Machine Gun, 4 Schuss. Besser als nix, sag ich. Oh, fuck. Ja, hi. Guten Tag. Gehackt, dankeschön. Jesus loves me. Oh, no, you didn't. Das hast du dich jetzt gerade nicht getraut, Freundchen. Blöder Spider-Splicer. Luminus. Schade, ich dachte, ich könnte sein Herz essen, um seine Kraft in mich aufzunehmen. Flup. Ryan takes Fontaine Futuristics. Oh. Sehr schön. Machine Gun Rounds, Anti-Personnel Rounds. Keksa. Na gut. Kommen wir hier irgendwie hoch? His light shineth even down here in the murk. Oh Gott. Zeugen Jehovas haben es bis hier, auch hier unten geschafft. Ich hatte so gehofft, dass sie vielleicht irgendwie kleben bleiben. Neptuns Bounty. Fragnate, wer braucht das? Ich nicht. Okay, hören wir uns mal an. Ryan nationalized Fontaine Futuristics. He owns it now, lock, stock and barrel. For the good of the city, he says. He'll break it up in due time, he says. I've resigned from the council and lodged me letter of protest, but that's just pissing in the wind. It'll be war, I say. Unless somebody stops Ryan, and right fast. Tja, die ganzen guten Hinweise und noch sinnvollen Hinweise von McDonough haben offensichtlich nichts gebracht. Nachdem Fontaine abgesägt wurde, hat Ryan Fontaine Futuristics nationalisiert, also verstaatlicht, was bedeutet, dass es effektiv in seine Kontrolle gekommen ist. Hat zwar versprochen, ja, er wird halt den Betrieb von Fontaine Futuristics mittelfristig dann abwickeln und das hat schon alles zu seiner Richtigkeit und es ist ja eh zum Wohle der Stadt und der Nation Rapture. McDonough hat daraufhin seinen Platz im Council geräumt und hat gekündigt.
einen Protestbrief geschrieben, aber weiß selber, dass es eigentlich so, als würde er gegen den Wind pissen. Das Ganze gibt Krieg, das ist abzusehen, es sei denn, irgendjemand hält Ryan auf, und zwar schnell. Tja, nach allem, was wir jetzt wissen, hat das genau niemand getan. Und offenkundig sollte McDonough Recht behalten. Okay. Ich höre ominöse Musik. Aber passiert nichts, was recht gut ist. Scoping the gate? I spent the afternoon trying to get as close to Ryan's gate as possible without making a spectacle of myself. He's got it shielded six ways to Leicester. There's no way into that base. All I got for my trouble was the hairy eyeball from Ryan's splicermates. That's the reward you get for trying to outsmart the best electrical engineer of our generation. Okay, hat er irgendwie versucht, an Ryans Gate ranzukommen, also an seine Pforte zu klopfen. Aber stellt halt fest, er ist bis an die Zähne quasi abgeschirmt. Keine Möglichkeit, da irgendwie ranzukommen. Er versucht, die ganze Sache hier so ein bisschen auszuscouten, ohne zu großen Aufriss dabei zu verursachen. Hat aber scheinbar nicht so wirklich geklappt. Also hat ihn zumindest nicht ans Ziel geführt. Sag mal, ich habe schon Bock auf die automatischen Hacktools, deshalb machen wir das jetzt. Und Filme. Schön. No, vier Stück. Das soll uns erstmal wiederum genügen. Nope. Hau meinen raus. If I bow. Please stand by. Fuba, das war knapp. Huhu. Ich habe auch erstmal kurz. Warum macht es das? Schon gar nicht mehr gehört, dass es irgendeine Kamera gibt, die nicht mir gehört. Aber gleich wirst du mir gehören. Kleine Kamera. Hau raus. Hack rein. Oh Gott. Ist schon wieder ein bisschen später. Ich habe jetzt die ganze Zeit nach da oben geguckt. Versucht, ihn wieder einzuhacken. Aber das macht ja keinen Sinn. Ist ja Quatsch. Mir ist die Kamera. Ein U-Invent. Und du bist Cash. Was geht ab? Schwierig zu hacken. Gucken wir mal. Ja, da hat sich schon gegessen. Schade. Au. Selbst dann. Können wir noch irgendwas Cooles Neues entwickeln? Hier von dem Quatsch. Bloodlust, okay. Funny. Ach, wobei, Bloodlust, komm. Wenn jetzt eh unser. Blutlust heilt deinen Körper und deinen Geist, während du schwingst. Drauf losknüppelst. Sei rot mit Zahn und Klauen mit der Blutlust. Blutlust. Medical Expert, Sport Boost. Ach nee, komm. Ah, für später. Kann man das nochmal machen. Da können wir uns dann vielleicht irgendwie ein bisschen mit dem Knüppel mal heilen. Oh, a present. You like, yes. Ein Geschenk. Dir gefällt, ja? Oh, klingt russisch. Ist hier sonst irgendwas? Aber es ist jetzt nicht so, dass ich schon seit Ewigkeiten ganz dringend auf noch einen Granatenwerfer gewartet habe. Aber hey. Das blinkt da. Ich weiß nicht, ob es gut ist, dass es blinkt. Kann man das aufnehmen? RPGs? Okay. Warum? Das macht mir kein gutes Gefühl. Wenn mir irgendjemand einen Granatwerfer schenkt, dann klingt das so ein bisschen nach Resident Evil Time. Du wirst es gleich brauchen. Even miles underwater, he still sees heaven. A worm looks up and sees the face of God. But look around. It's a regular convention of worms in here. They all had mothers, fathers, people who loved them. They got married, got their wives. What makes you think you're any different? I haven't chosen the spot for you on the wall yet.
Let me know if you have a preference. Okay. Ein Wurm blickt auf und sieht einen Gott. Aber schau dich mal hier um. Diese ganze Halle ist voll mit Würmern. Overpriced. I'm sorry, Father. I'll do what you say. I'll do what you say. Okay. Stopping Ryan. I never killed a man, let alone a mate. But this is what things come to. I don't know if killing Mr. Ryan will stop the war, but I know it won't stop while that man breathes. I love Mr. Ryan, but I love Ratchet. If I have to kill one to save the other, ew. So be it. Okay. Wer hat das verbotene Lied gesungen? Und ich darf nicht mal rein, um ihn zu züchtigen. Ja, ein bisschen deprimierend. Also vermutlich ist das hier Bill McDonough. Der gesagt hat, Ryan muss jetzt aufgehalten werden. Wenn es quasi notwendig ist, ihn umzubringen, obwohl er den Mann liebt, um Rapture zu retten, was er noch mehr liebt. Dann sei es so. Er hat zwar in seinem Leben noch nie jemanden umgebracht, aber... scheint nicht so gut geklappt zu haben. Hinten raus. I had to go jungle style with that filthy ape for 3 weeks, but he finally spilled the beans on how to get to Andrew Ryan. Generate a sympathetic overload in harmonic core number 3. That simple. Now all I gotta do is figure out what the hell a sympathetic overload is, and for that matter, a harmonic core number 3. Piece of cake for an electrical engineer. Too bad I designed ladies' shoes. Gonna go see the grease monkeys left alive in heat loss monitoring. See what I can shake out of their trees. Anya Andersdotter, ooh. I like all parasites who ever tried to walk in stolen shoes. I'd explain the science that renders what you're trying to do impossible, but that would be like playing Mozart for a tree frog. Parasiten, die in gestohlenen Schuhen umherlaufen wollen. Even miles from the water, he still scared. I'm sorry, Father. Alter, was halten die denn aus? Die Knüppel hier. Jesus. Ordentlich, Freund. Ordentlich. Oh, ich hab genau gehört, was du gesungen hast. Rapture is coming back to life. Even now, can't you hear the breath returning to her lungs? The shops reopening, the schools humming with the thoughts of young minds. My city will live, my city will thrive. And when that day comes, we'll use your tombstone for paper tiles. Okay, da hat aber jemand wirklich so ein bisschen den Kontakt zur Realität verloren. Mir scheint... Der größte Führer aller Zeiten sitzt im Führerbunker und verschiebt gerade die Brigade Steiner. Ryan sagt halt, selbst jetzt in diesem Moment kommt Rapture, erwacht wieder zu leben, kannst du es ja nicht hören, die Shops machen alle wieder auf. Irgendwie in den Schulen, junge, aufstrebende Genies, ihre Gedanken, die summen und brummen hin und her, geschäftig. Seine Stadt wird leben, seine Stadt wird gedeihen und wenn es soweit ist, dann werden sie meinen Grabstein als eine Wegplatte verwenden. Klau. Of course. Okay. Ja, ich bin so fucking strong und du bist so fällig. Wer? Ja, shut. Hey. Ich möchte wirklich wissen, was in 3000 Namen die geraucht haben. Au, au, au. Gee, guys. Chill. Fuck it. I'm on to you. Only making it worse. Go make this harder than it needs to be. Die Leadhead-Splicer sind wirklich unangenehm. Run! Run from the ladder! Die Spider-Splicer nicht so sehr. Ist interessant, dass ausgerechnet die jetzt hier zu den gefährlichen Boys werden.
So, bist du, du Knallcharge. Ist die schon gerissen, oder wie ich das hier hört? Da ist er nämlich. Der Late Explorer. Okay, fassen wir nochmal zusammen. Also, das ist hier offensichtlich so die private Trophäensammlung von Ryan, der scheinbar nicht so ganz verknust hat, dass die ganze Sache mit Rapture sich nicht so entwickelt hatte, wie er es prognostiziert hatte, als er damit angefangen hat. Und hier vorne hing Anya anders dort hier. I had to go jungle style with that filthy ape for 3 weeks, but he finally spilled the beans on how to get to Andrew Ryan. Generate a sympathetic overload in harmonic core number 3. That's simple. Now all I gotta do is figure out what the hell a sympathetic overload is, and for that matter, a harmonic core number 3. Piece of cake for an electrical engineer. Too bad I designed ladies' shoes. Gonna go see the grease monkeys left alive in heat loss monitoring. See what I can shake out of their trees. Also Anya Anders dort hier scheint ziemlich offensichtlich so eine Mata Hari-Figur zu sein. Eigentlich Schuhdesignerin. Ich glaube, du kannst die Untertitel jetzt wegnehmen, hombre. Danke. Circuit Breaker. Office Andrew Ryan. Ah ja, genau, das ist hier das Gate, wahrscheinlich von dem Kiburz gesprochen hat. Kommen wir gerade noch nicht ran. Und die gute Anya hat sich ebenfalls gefragt, wie man ran kann. Und meinte, dass sie 3 Wochen lang sich von diesem Affen, wem auch immer, bespringen lassen musste, nur um herauszufinden, wie man zu ihm rankommt. Und man muss halt einfach nur irgendeinen harmonischen Kern 3 manipulieren. Sympathetic Overload. Sie versteht aber dummerweise genauso wenig, was das bedeutet, wie ich jetzt gerade konkret in diesem Moment. Ah, sie ist halt eben doch nur eine Schuhdesignerin und sagt dann aber auch gleich auf zur nächsten Tat. Sie werden nämlich mal gucken, was sie mit den Grease Monkeys, Mechaniker-Buben, die hier so rumhirschen, ja, ob sie denen nicht irgendetwas aus dem Baum schütteln kann, knickknack. Sexualisierte Anspielung 1-2, ne? Was geht denn hier ab? Was bist du? Frozen Field 2. Lass dich nicht auskühlen, hol dir jetzt noch das gefrorene Feld 2. Much less damage from cold. Ja gut, cold. Aber bisher noch nicht so ganz große Probleme mit gehabt. Schätze ich mal. Ein Mann oder ein Parasit. Safe hacken, ja bitteschön. Bitte darum. Echt jetzt? Lame. What is the difference between a man and a parasite? A man builds, a parasite asks, where is my share? A man creates, a parasite says, what will the neighbors think? A man invents, a parasite says, watch out or you might tread on the toes of God. Da kommen wir wieder zu seinem Parasitenfimmel. Parasit, Arbeit entnüchtert. Naja. Zu dieser ganzen Philosophie, zu dem, diesem Parasiten und zum ganzen Kram, denke ich mal, werden wir am Ende mal noch ein bisschen was sagen, weil viele Leute werden es bereits wissen. Ich meine, Bioshock ist ja noch nicht gerade wenig unter diesem Aspekt auch beleuchtet worden in den letzten 12 Jahren. Was sich überlegen, 2007 ist das originale Bioshock rausgekommen. Das ist schon ein bisschen crazy, 12 Jahre her. Ich finde, das sieht nicht aus wie ein 12 Jahre altes Spiel. Aber gut. Ja, also die ganze Philosophie von Rapture von Andrew Ryan, die Anlehnung an den Objektivismus von Ayn Rand, wurden häufig diskutiert, haben wir bisher noch nicht so wirklich drüber gesprochen. Ich würde sagen, das heben wir uns mal so ein bisschen fürs Ende auf, gerade weil das einen schönen Kontrast dann zu Bioshock 2 setzt, wo es auch ein bisschen ein paar andere Sachen geht. Aber, naja, so viel kann man das vielleicht schon mal vorwegnehmen für die, die es vielleicht nicht wissen oder sich bisher noch nicht irgendwie damit beschäftigt hatten. Dieser ganze Quatsch hier ist eine vielleicht, aber noch nicht mal wirklich in allen Details, etwas überspitzte Anspielung auf eine tatsächlich real existierende philosophische Strömung, wenn man diese mal nennen wollen würde. Und ja, genau diese Einstellung des Parasiten. Können wir nochmal ganz kurz hier. What is the difference between a man and a parasite? A man builds, a parasite asks, where is my share? A man creates, a parasite says, what will the neighbors think? A man invents, a parasite says, watch out, or you might tread on the toes of God. Ein Mann baut. Parasit fragt einfach nur, ja, wo ist mein Anteil? Was denken die Nachbarn? Ein Mann macht Erfindungen und ein Parasit sagt nur, ah, Vorsicht, dürfen wir das? Treten wir damit dem lieben Herrn Gott nicht eventuell auf die Füße?
Atlas and his parasites. Rapture is on the rise. Ja, ignoriere die Lügen von Atlas und seinen Parasiten. Rapture ist im Aufschwung. Hephaestus Core. Okay. Jetzt müssen wir eine harmonische Überladung in Core 3 bauen. Wherever. Und wir hören einen Daddy. Mr. Bottles. Wow. Ist das Spider-Sploicer? Ah, nee. Ey, sie reitet auf den Bouncer. Cool. Ich krieg euch beide. Ah, das war ein schöner Shot. Das ist auch ein schöner Shot, oder? Yay! Come on. Machen wir den Bouncer noch voll, oder? Come on, come on, come on. Leadhead Sploicer. Kein Mensch braucht Leadhead Sploicer. 50% erhöhter Wrench Damage. Alter. Unsere kleine Rohrpumpenzange, die haut jetzt sicherlich langsam, aber sicher schon ordentlich was raus, du. Ja, Little Sisters sind immer noch nicht fertig. Ja, du räume mal da unten auf. Den Rest mache ich dann. ...50% mehr Schaden, ey. Ich hätte schon Bock, ihm... ...ne... ...Quartercan? Ionisches Gel? What? Wer ist das? Arschgeigen. Lass mich so. Dafür fotografiere ich eure Kamera. Komm schon, come on. Ja, die nächste Kamera wird sein. Ganz sicher. Mal ganz kurz gucken. Mal zwischenspeichern. Sicher, sicher, dort. Forsaken, me! No, das war nicht das, was mich interessiert. Das ist das, was mich interessiert. Fontaines Erbe. Na, wenn die hier alle so rumbrüllen, dann kann ich nicht in Ruhe Aufnahme hören. Also. Strikes me that Fontaine wasn't overly inconvenienced by his own demise. On New Year's Eve, these wretched splicers come streaming out of the poorhouses and stormed the proverbial barricades. Dead rot in the streets, and Johnny and Janie's citizen are lined up around the block for plasmids. Anything to help fend off the rabble. Ja, er sagt, sieht so aus, als hätte Fontaine sein eigenes Ableben ja, besser, also nicht sonderlich geschadet. War eher so eine kleine Störung, kleines Ärgernis für ihn. Oh Gott, ey. Es gab so eine schöne Zeit, wo die Leute nicht gesungen haben. Okay. Man zieht sich das rein, ey. Fleißig hier. Okay, ich wollte gar nicht, aber ist cool. Mega nicht. Oh, dry rubber hose. Dry rubber hose. Ja, so Fontaine hat sein eigener Tod offensichtlich nicht so sehr geschadet, meint McDonough. Weil just an Silvester kam seine Splicer, also Fontaine's Splicer, aus sein... Okay. No, 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 no. Zwischenzeitlich war es ja lustig. Es wird doch nicht lauter und nicht leiser. Das ist direkt in meinem Kopf, als wollten sie mich strafen. Ich weiß nicht, wo der Typ ist, aber ich will ihn wirklich kaputt hauen. Na, fuck it. Guten Tag. Ja. An Silvester
kamen die Freaks und haben Action gemacht. Strömten aus den Armenhäusern und haben die sprichwörtlichen Barrikaden gestürmt. Leichen in den Straßen und der Otto-Normalbürger steht Schlange, um sich irgendwelche Selbstverteidigungsplasmide zu ziehen. Das haben wir ja schon mehrfach angedeutet. Auch in den Werbungen gesehen, ne? Die neueste Entwicklung in Kriegszeiten, Abwehrmaßnahmen. Ist ja hier eines der ersten Combat-Dinger gewesen. Irgendwie diese komische Tessa-Sprühlen-Spleißerei. We were wrong! Try oils. Try now to mess with me. What's the problem now? I'll show you sticks and stones. Oh. Spielt ja nicht mit meinen Gizmos rum. Mit meinem Tech. Dann zeige ich euch mal sticks and stones. Das ist ja ein englisches Reimwort. Englischer Abzählreim. Sticks and stones may break your bones. So, aufpassen, dass wir dem Gizmo-Mann nicht zu früh gegenübertreten. So, gehen wir erstmal den Big Daddy umholzen. Das bringt uns aber auch noch gar nichts, weil der gar keine Little Sister mit sich hat. Dann doch eher zuerst zu Gizmo-Mann. Super Mario Move. And the Big Daddy didn't seem to mind. Oh! Nee, fuck. Ist mir völlig. Ich merke inzwischen echt, wie. Du bist tot, du kannst nicht singen. And a corpse can't sing. Du bist das, huh? Na klar, du bist das, komm. Hold it! Nix ist, ich halte hier gar nichts. I shall lay my vengeance upon you! Okay. Ich habe die ganze Zeit nur Scherze gemacht, aber diese ganze My name is the law. Okay, sie haben offensichtlich auch Pulp Fiction gesehen. Zugestanden. Da war ich doch nicht so kreativ, wie ich gedacht hatte. Aber das kommt ja häufiger vor. Es ist nicht zu fassen. Mother... Oh, es kommt näher. Wo bist du? Ja, Heretiker. Ich predige mit der Schrotflinte. Anfangs war es ja noch lustig, aber inzwischen merke ich... Geht mir schon ein Schauer runter, wenn ich wieder... Jesus loves me, this I know. So. Das war das letzte Dingy, was wir aufgenommen haben. Strikes me that Fontaine wasn't overly inconvenienced by his own demise. On New Year's Eve, these wretched splicers come streaming out of the poorhouses and stormed the proverbial barricades. Dead rot in the streets, and Johnny and Janie's citizen are lined up round the block for plasmids. Anything to help fend off the rabble. Okay, das hat man schon. Impossible anywhere else. To build a city at the bottom of the sea, insanity. But where else could we be free from the clutching hand of the parasites? Where else could we build an economy that they would not try to control? A society that they would not try to destroy? It was not impossible to build Rapture at the bottom of the sea. It was impossible to build it anywhere else.
Ja, das ist genau das, was wir schon ganz zu Anfang als Quote gesehen haben, ne? Es war nicht unmöglich, Rapture am Meeresgrund zu bauen. Es war unmöglich, es irgendwo anders zu bauen. Sonst sollte man denn mal bitte so hier eine Economy aufbauen, so eine Wirtschaft, wo der Parasit nicht sofort versucht, sie zu regulieren. Naja. Ah, ich habe gerade eine Little Sister gehört. Mal gucken. Wir jetzt hier mal wieder ein bisschen jemanden befreien können. Save the Little Sister. Wo rumpeln Sie, junger Freund? Look, Mr. Bubbles. Yay! Adam. Tiny bubbles in the mind. Make you drunk, make you wanna die. Aua! Na, Biggie. So reinige ich dich von der bösen Schnecke, Pharaos-Schnecke. Im Namen des Herrn und der Finanzregulierung, Pharaos-Dämon. Thank you, Mister. Thank you. Gern geschehen, Lady. Kleine Lady. Okay. Sah auf den ersten Moment hier alles so übersichtlich aus, aber jetzt muss ich echt ein bisschen aufpassen, dass ich mich hier nicht verfransen tue. Speichern und anschließend die Karte benutzen. Nicht umgekehrt, sonst wird's übel. Funktioniert. Das ist unser Goal. Jetzt geht's hier Ring Around the Rosie. Gehen wir mal eine Etage tiefer. Okay. Dann checken wir mal die Etage aus. Jetzt können wir ja mal ganz entspannt, nachdem wir niemanden haben, der uns irgendwas von Jesus vorplärrt. Oh, sie hat uns süßer Engel genannt. Tis neues. Aber wissen wir wenigstens, für wen wir den ganzen Scheiß hier macht, ne? Workshops. Do you guys have any idea there's a war on? If you don't follow proper maintenance on those big daddies, they burn through those R-34s like them Eve's apple berries go through penicillin. I've got Atlas's goons hitting us non-stop and two dead mechanics just this week. We need to control costs. If I wanted to deal with amateurs, I would have stayed on dry land. Oh, Pablo Navarro. Why have you forsaken me? Oh nein. Das Ding aufgenommen, hat neue Leute gespawnt. Hold it, cursed be you in the city! Habba, 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 habba. Und weg mit dir. I screw you. Och! Ey, werd hier darauf konditioniert zu reagieren, wie wenn Leute mit dem Finger an eine Schiefertafel langkratzen. Ich hab niemals ein Not. So, was du es, ist mir egal. Es ist echt eine Kakophonie hier. In the garden, Jesus love me. Und erstaunlicherweise ist der Jazz tatsächlich das Angenehmste. Assassine. Hey, an assassin. Oh, that's rich. I could have gone along, I suppose. Spliced up. Forgot. I believed in this place. I believed in Ryan. But when it got hard, Ryan didn't believe in Rapture. Didn't believe in the Great Chain. He believed in power. And now this place is busto. And my girl is... gone. Worse than gone. One of those things. So am I an assassin? Well, only one way to find out. Okay, da haben wir wieder unsere kleine Mata Hari. Ich fragte, okay, ich soll eine Assassine sein? Das ist ja lustig. Sie hätte das alles locker mitgemacht, hätte ordentlich mitgespliced. Hätte es vergessen und dann wäre gut gewesen. Sie hat halt an Rapture geglaubt.
und an Andrew Ryan, aber Andrew Ryan hat nicht an Rapture geglaubt, als es nämlich Heart of Heart kam. Ja, da hat er stattdessen geglaubt an Machterhalt. Alles ist halt voll Binsen gegangen. Und jetzt haben wir es gehört, sie hat offensichtlich ihre Mädchen verloren, ihre Tochter, wieder mal, wahrscheinlich auch wieder zwangsakquiriert von Ryan. Und sagt dann halt, hey, ob ich jetzt eine Assassine bin oder nicht, gibt nur eine Möglichkeit, das rauszufinden. Und schön. Ryan wahrlich spricht mit gespaltener Zunge. Hehe, en garde. Alles gut, alles gut, alles gut. Bye. Au. It's so easy mit Altus. Wisst ihr, die geben uns jetzt schon 76. Na schade, es leuchtet so gelb. Ich dachte, vielleicht kann man aber die der Stirnplatte draufdrücken. Schon wieder brutal verfranst. Und hier war doch irgendwo noch ein Power to the People, oder bin ich jetzt wirr? Power. Saber Rider and the Star Sheriffs. Katsch. Fuck it. Okay. Hier startet der Gizmo-Mann, oder? Wie mit noch? Jetzt raff ich's. Okay. Die Dinger zählen als. Puh! Die zählen als Nitro-Splicer-Granaten. Und wir haben doch erforscht, dass da eine gewisse Chance besteht, dass das Blindgänger sind. Ich wunderte mich gerade so. Okay. Was ist dann los? Warum ist das so? Weil wir schlau sind. Da, Power to the People, das wollte ich um. Und ein Gatherer's Garden. In the garden, we are growing. Health Upgrade, ja, bitteschön. You know what I like. Na ja, wir hier hunderttausende Sachen von Stuff. Okay. Weapon. Was machen wir? Crossbow? Nope. Granate Launcher Damage, of course. Dann haben wir was Leichtes, was für einen Nahkampf und was Dicket. Und überhaupt auch eine MG. Oh. Waffenmäßig müssen wir uns kurz gesagt nicht beschweren. Das sieht alles gut aus. Hier war der Bouncer. Hier ging es außen rum. Okay, dann sind wir hier auch eine Runde mal im Kreise. Workshops. Do we want to go to the workshops? Geothermische Kontrolle. Oh nein, da geht's doch gleich wieder los, oder? C-Workshops. What's up with C-Workshops? Let's go to C-Workshops. Bam. I will execute judgment upon thee! Hat er es echt überlegt, der Lümmel? Okay, Rubber Hose, yeah! Und wir haben schon wieder verflucht viel Geld, wir müssen es bald aufgeben. Man darf in keinem Videospiel fehlen, schön die Spinde ausräumen. Wow, Typ. Hi. Das tut mir wirklich leid. Also es ist auch überhaupt nicht so, dass ich jetzt hier versuche, so eine Geschichte wie den, das hier gerade, so eine Jumpscares, krampfhaft runterzuspielen. Bin ich nicht sonderlich empfindlich, was Jumpscares angeht. Also ich erschrecke mich nicht sonderlich. Empfindlich bin ich schon. Ich finde sie halt meistens relativ schäbig. Ah.
Aber wenn man sich halt nicht erschreckt, dann erschreckt man sich halt nicht, ne? Wusste man nicht, wow. Ich hab mir beinahe die Hosen gemacht, Alter. Wow. Oh, sie ist so arbeitsam. Die kleine, fleißige Adam-Biene. I'm here to save you. Bouncer. Da können wir aber ordentlich ein paar Schnappschüsse machen hier. Das ist sehr gut. Nur noch 8 Electric Bugs. Das ist schwierig, aber machbar. Hi. Und hi. Und hi. Und hi. Aua. Haha, mit der Wrench erlegt. Bye. Ich habe einen großen Elite-Bouncer ganz allein mit meiner Wrench erlegt. Ja, ganz allein damit. Adam improved every aspect of man except his character. Perhaps there is a plasmid that can grow the spirit. Perhaps in your DNA, the secret lies. I sent a little one with some goodies to help ease your burden. Adam verbessert jeden einzelnen Aspekt eines Menschen, außer seinen Charakter. Vielleicht gibt es ein Plasmid, das den Geist verbessert. Vielleicht gibt es irgendwie das Geheimnis dessen in meiner DNA. Herr Kind, altruistisch erzogen, würde ich sagen. In jedem Falle sendet sie uns wieder ein bisschen Support. Können wir uns also wieder ein kleines Geschenk abholen. Und das ist gut. Ich hätte gerne ein wenig automatische Hacktools gebaut. Dankeschön. Zack, zack. Gute Sache. Even miles underwater, he still sees. Okay, alles okay bei dir? Uha. Wo komme ich her und wo muss ich eigentlich hin, Leute? Was ist denn hier los? Oh, ist das ein bisschen später. Ich muss mal gucken. Wir haben noch 5 Minuten und dann. Ich habe schon wieder vollständig aus den Augen verloren, wie lang die Episode hier eigentlich schon wieder ist. Machen wir alles in der Post. Das klassische Vorgehen in solchen Fällen. Okay. Geräusche, Dinge passieren. Ah, sehr gut. Er wäre noch cooler, wenn er tatsächlich auch Hacktools verkaufen würde. Tut er nicht, macht aber nichts. Zack, zack, zack. Läuft. Nope. El Amo Bandido. Whatever. Können wir jetzt trotzdem wieder raus? Ja, wir können trotzdem wieder raus, okay. His light shineth even down here in the murk. Okay, wir können den Quatsch offensichtlich nicht hauen. Vielleicht können wir es zum Explodieren bringen. Flum. Läuft! What's this? Ich weiß es nicht, Junior. Ich weiß es nicht. Hat denn für den. Naja, gut. Korps. Sexy Dollars. Dass sie es auch echt immer noch probieren. Bemerkenswert, aber auch doof. Hoppala. Lass das bitte. Seriously now? We thought we could hide from the light down here. Das war ein bisschen doof.
Gebe ich alles zu. Da oben liegt ein Dingy. Hm. Sorry. Als das Lied wieder angefangen hat, musste ich mich kurz ein bisschen intern übergeben, kurz aber wieder runterschlucken. Ja. Man soll, glaube ich, wissen, wenn es am schönsten ist. Gerade ist es nicht unbedingt hyperschön, aber wir haben auf jeden Fall auch, als wir hier nach Hephaestus gekommen sind, wieder jede Menge Storybits mit aufnehmen können. Leider unseren Bruder im Geiste, McDonough, dann nicht mehr länger in Sicherheit wähnen können. Weil er hängt jetzt bei Andrew Ryan in der Vorhalle. Auch dafür wird der gute André blechen, da bin ich mir sehr sicher, aber nicht mehr heute, sondern dann beim nächsten Mal. Erstmal wieder ganz, ganz vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Cool, dass er wieder mit am Start wart. Und ja, den Call to Action spare ich mir an der Stelle jetzt einfach mal. Ich denke mal, der Punkt ist ja eh angekommen. Ich bin außerdem müde. In dem Sinne, haut rein, lasst es euch wie immer gut gehen und bis zum nächsten Mal.